Junge Leute, was geht ab? Mucke hier am Start und wir machen ein neues Overwatch. Hier, damit ihr seht, ich habe es mir vorher nicht angeguckt, wir laden es gerade runter und ihr seht schon die erste Neuigkeit hier. Supremarino, Mucke ist Supreme endlich, nur noch einen Rang bis Global Elite. Wir haben es geschafft, im Solo-Queue letztens aufzusteigen. Weiter geht's Richtung Global, aber davor muss ich euch eine, ja, mehr oder weniger, vielleicht schlecht, vielleicht gute, für mich gute, vielleicht schlechte Nachricht sagen. Denn ich werde für eine Woche lang mich zurückziehen, werde mir mal Urlaub gönnen. Das heißt, es werden keine Streams, keine Videos kommen. Beziehungsweise Videos werden schon kommen, weil ich versuche gerade. Es werden erstmal nur Global Offensive Overwatch-Videos gehen, weil die kann ich ganz schnell aufnehmen. Die machen auch extrem viel Spaß und ich werde es machen, bevor ich in den Urlaub fahre. Wir schauen das Suspekt zu. Ich werde mich jetzt, genau, da sind wir nicht beim Thema. Ich werde mir für eine Woche werde ich mich zurückziehen, werde mir Urlaub gönnen, denn in letzter Zeit, vor allem nach dem 24-Stunden-Stream letztens, ist mein Schlafzyklus ist absolut nicht mehr vorhanden. Ich schlafe höchstens 3 Stunden, wache Anfang 3 Uhr morgens auf. Bin ganzen Tag übermüdet, kraftlos und ich muss mich einfach wieder ein bisschen regenerieren. Dafür habe ich mir jetzt einen Flug gebucht. Oh mein Gott, das war ein Trigger, oder? Der Headshot, der war definitiv nicht da, wo der hingeschossen hat. Noch sind noch Vorurteile. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Der sieht ihn. Ja, der hat Trigger an. Er hat einen Trigger an, eindeutig. Zumindest eine Aimhilfe. Schießt der Headshot, der kommt einfach nicht dahin. Ihr könnt jetzt sagen, er hat 16, also so eine Demo. Wenn ihr eine Demo anguckt, hat er, glaube ich, wie viel? 16 FPS oder so? 16 Tick. Ist eine 16, also nicht 16 FPS, sondern 16 Tick Server. Aber es ist, ihr werdet sehen, ich kann jetzt schon sagen, zu 100% Wallhack, zu 100%, ich weiß nicht, ob es ein Trigger oder Aim Assist ist. Aimbot könnte das sogar sein. Ich kenne da eh den Unterschied kaum, aber ihr werdet sehen. Ich als Supreme-Spieler sofort in der ersten Runde erkannt, dass er einen Hack an hat. Da macht er noch ziemlich unauffällig. Bam. 3 Kills von 5. Naja, okay, er hat nur 4 Kills gemacht, aber 3 Kills waren, ich glaube 3? Ja, waren mit Aim Assist. Also, egal wie er hätte schießen können, selbst mit 16 FPS-Tick, wenn es 128 Tick-Server wäre, er hat niemals den Server. Ja. Schön durchgepresst. Er hätte niemals dort die Headies landen können, wie der das getan hat. Vor allem glaube ich, dass der eine sogar durch die Wand war. Der allererste war durch die Wand, wo der in das kleine Nebenzimmer gegangen ist. Deswegen, für mich ist das klar. Aber mal gucken, vielleicht macht er noch einen Jumpscript an oder so. Vielleicht macht er noch richtig auffällig an für die Leute. Es gibt ja, ich sag mal so, Overwatch ist nicht umsonst erst ab Gold. Meiner Meinung nach sollte Overwatch sogar erst vielleicht ab MGE aufwärts sein, weil im Stream mache ich ja inzwischen auch immer wieder. Ich mache immer wieder Overwatches. Und da sagen mir die Leute, der hat doch gar nichts an. Also auch bei dem würden Leute sagen, hey, der hat doch nichts an. So. Aber für mich, weiß nicht, für mich ist das eindeutig, dass das einfach auf Unauffälligkeit gespielt, der braucht da gar nicht hinzugucken. Weil der Spieler schon seit Tagen wurde da auf der Minimap gekennzeichnet, weil der Teammate ihn gesehen hat. Der ist sogar vom Teammate umgebracht. Ich glaube, der hat sogar, hat der No Recall an? Nee, ich glaube, der hat keine, also No Recall hat er, glaube ich, nicht an. Ja, für mich eindeutig die Sache. Schön stehen geblieben, schön stehen geblieben. Kurz bevor der Gegner da war. Man sieht auch, er versucht unauffällig zu spielen, aber ich meine, mit einem Trigger kannst du nicht unauffällig spielen. Wenn Cheater unauffällig spielen, dann haben die keinen Wallhack an. Der hat aber Wallhack an. Und die haben auch keinen Trigger an. Die haben einen ganz leichten Aim Assist an, der die um vielleicht 1 mm, 2 mm korrigiert. Schaut nicht in den Kabuff. Letztes Mal war ein Spieler im Kabuff. Diesmal schaut der da nicht hin. Vielleicht guckt nicht rechts in die Ecke. Mal gucken, ob der rechts in die Ecke guckt. Hat den gerade gelockt. Er guckt nicht rechts. Rechts hinter dem gerade ist der Standardspot. Er läuft so, dass der Sandkastenspieler den nicht sehen kann. Für mich 100% kann man jetzt, selbst wenn er nicht killt, 100% hat er an. Er countert den komplett aus. Das Schlimmste ist, dass er wirklich mit seinem Silber-Movement, mit seinem Silber-Aim, er guckt die ganze Zeit auf den Boden. Schaut euch das mal an. Das weiß nicht. Das ist, ich schätze vielleicht Gold. Also so, er spielt wie Silber, aber ich denke, das ist schon Gold 3, Gold 4 von den Leuten her. Hat sich da ganz gut hochgecheatet. Aber was ich sagen wollte, meiner Meinung nach, guckt euch das an. Rechts hinter der Küste hat er nicht gecheckt.
Er checkt nichts. Jetzt wieder ein bisschen auf Unauffälligkeit, flasht sich selber. Guckt gar nicht auf die City Base, da ist nicht gesmoked. Er guckt nicht, juckt ihn einfach nicht. Richtig schlecht. Und dieses Movement einfach. Er läuft gegen die Wände. Das ist für mich einfach grottenschlecht. Einfach irgendein random Spieler, der sich einen Cheat gekauft hat. Naja, aber ich finde, Overwatch sollten nur Leute können, ab MGE aufwärts, weil die können meiner Meinung nach erst einschätzen, ob jemand anhat oder nicht. Da hat man gerade mal die Schüsse genau gesehen. Alle drei Schüsse auf dem Head. Die sogar hinterher geaimt haben. Den hätte der hören können, aber das Aim für so ein Silber-Movement niemals. Ich weiß nicht. Die Sache wäre aber andersrum, wenn nur MGE-Aufwärtsspieler das sehen könnten. Es gibt so wenige MGE-Aufwärtsspieler und die meisten davon sind eh Hacker. Deswegen, es lohnt sich nicht. Es lohnt, also, dann würde überhaupt gar keiner mehr Overwatch machen. Inzwischen kann das ja schon fast alle. Damals war so. Soweit ich weiß, war damals so geregelt, ich glaube, man musste mindestens 4 Goldsterne sein, also Goldnova Star 4, plus 150 gewonnene Games. Inzwischen habe ich schon Accounts gesehen, die mit 20 Wins irgendwie das haben. Also ich weiß nicht, wie das geregelt ist. Aber ich muss sagen, ich mache selber sehr wenige Overwatches, obwohl sehr beliebt ist im Stream. Viele Leute wollen immer Overwatch sehen. Er guckt dich hin durch die Wand, er lockt durch die Wand. Er geht immer wieder mit dem Crosshair durch die Wand auf den Gegner. Ist natürlich ein bisschen lame, aber jetzt muss man dem auch zu Ende kommen. Ich könnte auch Vorspielen den nächsten machen, aber ich kann auch die Zeit erzählen. Ja, Urlaub, habe ich ja eben schon gesagt. Durch diese Schlafstörung, ich merke das bei der Arbeit. So, ihr wisst ja, ich studiere nebenbei. Heißt also, ich bin noch Vollzeitstudent, obwohl ich mir so gemacht habe jetzt, dass ich zurzeit, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich 2 oder 3 Module, aber ich habe zurzeit so geregelt, dass ich 2 Module im Semester mache. Das heißt, mein Studium geht etwas länger. Ich habe schon 3 volle Semester hinter mir. Heißt also, die letzten 3 Semester werde ich jetzt ein bisschen langsamer angehen, damit ich nebenbei, ich arbeite als Systemadministrator bei einer Firma hier in meiner Stadt und verdiene inzwischen, man muss ja sagen, inzwischen verdiene ich auch ein bisschen mit Twitch und YouTube. Habe das Ganze schon als Gewerbe, alles mögliche angemeldet und, ne? Ich möchte, es macht mir Spaß so und deswegen alles 3 gleichzeitig. Es ist mega, es ist nicht zu unterschätzen. Es macht mich schon seelisch. Es macht mir mega viel Spaß, aber ich habe es in den letzten Tagen gemerkt, ich habe es einfach übertrieben. Diese 3 Stunden am Tag schlafen ist einfach zu wenig. Und ihr wisst, am 9. Mai habe ich Geburtstag, das heißt also ungefähr in 2,5, ja sagen wir in 2,5 Wochen. Und da möchte ich definitiv fit sein, deswegen jetzt eine Woche Urlaub, habe mir einen kleinen Flug gegönnt. Flüge sind nebenbei zurzeit sehr billig, wegen dem Absturz von diesem Selbstmordidioten. Habe ich mir gedacht, gönnst du dir den Flug? Machst du eine Woche Urlaub, entspannst dich und dann bist du wieder komplett fit da. Kannst wieder ein paar YouTube-Videos machen. Zurzeit ist ja eh YouTube bei mir mehr Flaute, weil ich weiß nicht, ich mag unsere Community, mag ich zwar, aber allgemein YouTube hat sich für mich so negativ verändert. Aber ich will trotzdem die Leute, die mich von Anfang an supporten und alles Mögliche, die will ich nicht enttäuschen. Deswegen mache ich trotzdem Videos. Ich weiß nicht, ich denke, es wird jetzt zurzeit weniger DayZ kommen. DayZ ist einfach so ausgelutscht, die Server sind leer, es macht sehr wenig Spaß. Es macht öfters Spaß, aber ist sehr selten, muss man sagen. Wir streamen das aber dafür immer noch einmal die Woche, immer samstags. Jetzt, ich hoffe nicht, dass jetzt diesen Samstag jemand auf den Stream hofft. Ich habe sogar einen Streamtitel geschrieben, dass eine Woche Pause sein wird auf Stream. Also, ne, auf twitch.tv/mukayo, für die, die es nicht wissen. Ich würde richtig gerne CSGO-Videos bringen. Ich habe aber einfach nicht die Skills wie Bibernator oder so, dass die Videos gut aussehen werden. Und es ist leider so gemacht, dass CSGO-Videos schauen sich nur Leute an, wenn die so aussehen wie bei Bibernator. Das heißt, richtig geil editiert. Ich kann das nicht, deswegen lasse ich das Ganze natürlich auch in Bibernator stehen. Volle Gameplays wird sich eh niemand angucken. Overwatch, also diese Demos anschauen von Cheatern, ob es ein Cheater ist oder nicht, bewerten. Macht allerdings Spaß und sowas schauen sich auch sehr gern die Leute an. Deswegen kann ich sowas bringen. Finde es aber trotzdem schade. Ich würde so verdammt gerne einfach CS bringen auf dem YouTube-Kanal, weil das ist zurzeit so mit das Spiel, was mir am meisten Spaß macht. Jetzt ist auch GTA 5 rausgekommen, macht auch mega viel Spaß. Aber
ich sehe da noch nicht so diese Bankcase, die sieht man auf jedem Kanal. So, auf was ich warte ist, ich freue mich mega. Zurzeit ist es ja noch ein bisschen buggy mit eigenen Missions, also eigene Missionen erstellen, diese Minigames, also diese Fun-Games. Und ich habe richtig geile Ideen, wir haben schon uns Sachen notiert. Es wird übertrieben geil sein. Wir werden Community-Maps erstellen und mit der Community spielen. Mit 30, 40 Mal, ich glaube 30 Mal, also 30 Mal geht das. Es wird mega, mega, mega Bock machen. Und Leute, freut euch einfach auf die Zeit. Hoppla, jetzt habe ich da rausgeklickt. Hoppla, ja. Aber funktioniert alles. Es wird einfach so geil. Es wird so göttlich. Es wird einfach so göttlich, Leute. Freut euch drauf. Wir sehen uns. Ich schätze jetzt irgendwie, ich versuche, ich weiß nicht, wie viel ich schaffe noch aufzunehmen. Ich muss morgen arbeiten. Also heute ist Mittwochabend. Wir haben gerade 11.18 Uhr. Donnerstag ist morgen. Donnerstag bin ich den ganzen Tag auf der Arbeit. Muss noch meine Tasche zu Ende packen. Ein paar Duschsachen, dies, das. Und Freitag geht schon 7 Uhr. Bin ich weggeflogen. Bin ich im Flugzeug. Deswegen, ich weiß nicht, wie viel ich schaffe aufzunehmen. Ich hoffe noch ein paar für euch. Vermisst mich nicht zu sehr. Ab dem 1., das heißt also ab 1. Mai bin ich wieder am Start. Sowohl auf Twitch als auch wahrscheinlich wieder auf YouTube. 9. Mai Geburtstag, da wird auch irgendwas Dickes sein. Leute, haut rein. Schönen Tag. Der hat eindeutig gecheatet. Wer dagegen ist, kann es in den Kommentaren sagen, aber es war schon ziemlich klar für jeden. Auch für Silberspieler sollte das klar sein. Suprino Mucker sagt, ciao, ciao.